Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Bergmann, wir wissen ja alle, das sagt ja auch schon Artikel 28 unserer Landesverfassung, dass wir dazu verpflichtet sind, auch die freien Berufe zu fördern. Und deshalb möchte ich Sie auch noch mal daran erinnern, dass wir das ja auch in der Vergangenheit schon getan haben und auch aus gutem Grund, weil auch wir alle wissen, dass die freien Berufe wegen ihrer Leistungsfähigkeit, ihrer Eigenständigkeit und auch aufgrund des Willens, persönliche Verantwortung zu übernehmen, eine große Bedeutung haben. Wenn ich noch eine Zahl nachreichen kann, es sind ca. 270.000 Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, selbstständige Freiberufler, und die Tendenz ist wachsend. Aber nicht nur aufgrund der zahlenmäßigen Bedeutung sind die freien Berufe wichtig, sie leisten auch in Nordrhein-Westfalen einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel mit Beratungsleistungen, medizinischer Versorgung und kultureller Bildung. Und gleichzeitig sind die Berufsträger wichtige Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe. Das alles ist, denke ich mir, Konsens, und das alles ist auch bekannt. Und deswegen gemeinsam haben wir schon viel in diesem Hause für diese Berufsgruppe auch auf den Weg gebracht. Und die Kollegin Müller-Witt hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir auch Institute haben, die auch von Landesseite gefördert werden, um grundsätzlich auch Forschung für diese Berufsgruppe zu ermöglichen. Und was Sie uns nicht nachweisen konnten, beziehungsweise der Beweis ist schuldig geblieben und auch die Anhörung hat das nicht ergeben, dass es quasi nicht ausreichende Kapazitäten gibt, um die Bedarfe, die da sind, um Forschung zu betreiben, für diese Berufsgruppe zu decken. Ja, was grundsätzlich natürlich ist der Kern Ihres Antrags richtig, dass wir uns auch damit beschäftigen müssen, beziehungsweise es muss wissenschaftlich erforscht werden, inwieweit die Digitalisierung die Geschäftsmodelle dieser Berufsgruppen verändern. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht kann man auf Grundlage dieser bestehenden Institute dann auch ein Forschungsvorhaben anstoßen. Und ich denke, dass auch die große Anfrage, die Sie ja gestellt haben, ergeben hat, wie schwierig es eigentlich ist, diese Datengrundlage zu schaffen. Und diese Abgrenzungsprobleme, die Sie ja auch erläutert haben, führen, denke ich mir, auch zu dem Schluss, dass es insbesondere schwierig sein wird, diese Datenerhebung überhaupt so zu erheben wie bei den Handwerkern. Bei den Handwerkern ist das eine klare, abgegrenzte Gruppe. Sie sind eingetragen in eine Handwerksrolle, und auch jeder Handwerker wird ja durch seine Innung beziehungsweise durch seine Kammer aufgerufen, ständig auch statistische Datenzulieferungen zu geben, damit man weiß, wie es dem Handwerk geht, wie es den einzelnen auch Gewerken geht. Und das ist, sage ich mal, bei dieser speziellen Berufsgruppe, bei dieser großen Gruppe der freien Berufe sehr schwierig, aber das sollte auch, da gebe ich Ihnen recht, Gegenstand sein, der Wissenschaft, da ein Stück weiterzukommen. Aber was wir auch immer schon kritisiert haben bei Ihrem Antrag, aber auch bei den Debatten, die wir darüber geführt haben, ist, dass Sie eine Gruppe immer rauslassen, und zwar die stärkste Gruppe innerhalb der freien Berufe. Das sind die Freiberufler aus dem Bereich der Medien und Kultur. Ja, und diese speziellen Problemlagen stoßen bei Ihnen eigentlich, kann ich so sagen, auf Desinteresse. Und da frage ich mich eigentlich, warum interessiert Sie das nicht? Warum machen Sie grundsätzlich immer nur Politik für die Ihnen nachstehenden Interessengruppen? Und deshalb ist die Bedeutung, mir kommt es so vor, als dass Sie die Bedeutung der Kreativwirtschaft gerade für Nordrhein-Westfalen noch nicht verinnerlicht haben. Und das kann man auch in Ihren Redebeiträgen entnehmen, wenn wir über Wirtschaft, über Zukunft hier für Nordrhein-Westfalen sprechen. Und deshalb ist das aus meiner Sicht, auch dieser Antrag, eigentlich wieder ein Beweis dafür, dass Ihre Wirtschaftspolitik, Ihre Ausrichtung nicht am Puls der Zeit ist, nicht ganz vorne. Sie wissen eigentlich häufig gar nicht, wo der Zug hinfährt. Sie wollen rückabwickeln grundsätzlich. Und darüber werden wir ja auch noch in den nächsten 2 Tagen hier reden.
Und ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen eine bessere Wirtschaftspolitik verdient hat. Das haben wir auch die letzten 7 Jahre hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen bewiesen. Wir werden an diesem Punkt weitermachen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Beisheim. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Ellerbrock.